Also sie sagte, das ist von Hussein al-Muallim, und er hat gesagt, ich kenne diese Person oder diese Überlieferung nur von Ibn Lahia. Deshalb haben sie gesagt, schwach, aber diese Überlieferung ist Hassan. Das bedeutet, das ist eine gute Überlieferung und angenommene Überlieferung. Und das hat damit zu tun, zwei Armreifen. Barakallahu fikum hat die Tochter getragen. Der Prophet sagte, gibst du Zakat? Da hat sie gesagt, nein. Ja. Wenn du keinen Zakat gibst, was könnte passieren? Dass du am letzten Tag zwei Armreifen von Feuer bekommst, als Strafe, weil du keinen Zakat gegeben hast. Barakallahu fikum, und das ist doch klar, ich meine, wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann ist das ein klarer Beweis, dass man vier Gold Zakat geben muss. Aber es gibt keine klare Überlieferung, dass der Prophet ﷺ gesagt hat, vier Schmuck von Frauen geben sie Zakat. Außer solche Überlieferungen, die nicht so klar sind, weil einige Gelehrten diese Überlieferung angenommen haben als Beweis, dass die Frauen kein Gold, was rundformig ist, tragen dürfen, wie Armreifen oder Ketten und so weiter und so fort. Aisha radhiyallahu anha hat auch, barakallahu fikum, Armreifen von Silber getragen. Silber. Nicht Gold, sondern Silber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam rein, er sagte, was ist das, Aisha? Da hat sie gesagt, ich habe diese herstellen lassen, damit ich das als Schmuck vor dir trage, O Gesandter Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gibst du dafür Zakat? Zahlst du dafür Zakat? Da hat sie gesagt, nein. Er sagt, aufpassen, diese könnten dich in die Hölle bringen. Das bedeutet, du sollst dich retten von der Hölle, indem du Zakat ausgibst. Und das hat Al-Hakim überliefert. Barakallahu fikum, und er sagte, das ist wie die Stufe von Al-Bukhari und Muslim, diese Überlieferung. Und natürlich die Diskussion dann ist unter den Gelehrten, ob ein Limit dafür gibt, wird Nisab. Wir haben gesagt, es gibt immer Nisab für Zakat. Zum Beispiel bei Gold 84 Gramm Gold. Bei Datteln, die sind Barakallahu fikum mindestens 300 Sa'a. 5 Ausuchs, 300 Sa'a, das wird ungefähr 900 Gramm. 900 Kilogramm, Entschuldigung. Da, ab dieser Summe gibt man Zakat, darunter nicht. Bei Kamelen, Barakallahu fikum, haben wir gesagt, mindestens, die müssen 5 Kamele bis 25 Kamele, dann geht bei zum Beispiel bei Kühe 30 Kühe und so weiter und so fort. Jetzt aber, was ist mit Schmuck aus Gold und Silber? Wie viel ist Limit? Manche Gelehrten sagen, es gibt Limit und das ist diese 84 Gramm Gold und so weiter. Andere sagen, es gibt nicht. Hört, wenn die Frau Schmuck hat aus Gold oder Silber, dann muss sie dafür Zakat geben. Aber die Frage ist, wie viel gibt sie da? Wie viel? Wenn man sagt, ja, es gibt kein Limit, ja, aber wie viel gibt man Zakat? Wir wissen, bei Gold und Silber, die Frau gibt Zakat, wenn das 84 Gramm Gold ist, dann gibt sie 2,5%. Aber bei diesen, deshalb Allah alam, es gibt Limit, und das ist die 84 Gramm Gold, und da gibt man 2,5%. Aber hier gibt es, barakallahu fikum, verschiedene Ansichten von den Gelehrten diesbezüglich. Und zwar, manche Gelehrten sagen, erstens, barakallahu fikum, man muss Zakat für Schmuck geben. Und sie haben gesagt, diese Überlieferung ist klar. Zweitens, man muss nicht. Das ist die Ansicht von Malik, Ahmed und eine Aussage von Shafi'i. Drittens, die Zakat von Schmuck ist, dass man zum Beispiel
das Ausleid, das andere auch tragen, nicht nur eine Frau. Viertens, einmal im Leben Zakat ausgeben, und das die Ansicht von Anas al-Bayhaqi hat das von ihm überliefert. Und natürlich, wenn man die Aussagen betrachtet, dann findet man, dass diese erste Aussage, dass es Pflicht ist, die am nächsten zum Beweis hier. Aber natürlich die andere Seite von den Gelehrten, die sagen, man muss nicht, die haben auch ihre Beweise. Und dieses Problem, Barakallahu fikum, das ist Khilaf und Mu'tabar, das ist anerkannte Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Und man muss nach den Beweisen suchen und dann entscheiden. Aber die Überlieferung 574, Barakallahu fikum, die nächste, und zwar Salama hat eine Art von Armreifen getragen. Die heißen Audah. Die waren von Gold. Sie hat das getragen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und sie hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ist das ein sozusagen ein Schatz von Gold, was man versteckt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du Zakat dafür gibst, dann ist das nicht wie Schatz. Das war Abu Dawud, Daraqutni und Al-Hakim und das Hassan, diese Überlieferung. Was wird das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die Gold und Silber aufbewahren, und das wird viel, 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 und sie geben kein Zakat dafür. Diese Leute werden am letzten Tag ihre Strafe bekommen, weil sie kein Zakat gegeben haben, weil sie nicht gespendet haben. Und jetzt Salama fragt sie den Propheten, ist das so? Der hat gesagt, wenn du Zakat dafür gibst, dann nicht. Und das ist hier auch ein Beleg, dass man dafür Zakat geben sollte. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Es kann sein auch, dass das Zakat hier erwünscht ist und nicht verpflichtend ist. Aber es gibt verschiedene Ansichten von den Gelehrten und man sollte, barakallahu fikum, danach suchen, welche Gelehrten du folgst in diesem Zusammenhang, und dann kannst du für dich entscheiden.